was ganz, ganz anderes. Aber ich muss sagen, live sieht er wieder ganz anders aus. Zunächst kommt jetzt auch noch mal ein Video mit dem BMW i4 M50. Den vergleichen wir mit dem Tesla Model 3 Performance. Da machen wir 3 Videos raus. Kann man nicht mal rausschauen. Das war so ein Highlight damals. Auch sehr, sehr cool. Ja, die Displays sind sehr gut. Seht ihr auch noch mal die Animation. Sehen, Augmented Reality. Das hat der iX, der i4 hat das leider nicht gehabt. Aber es sieht sehr, sehr cool aus. Ja, hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Zweitkanal Why So Serious. Wie ihr hinten sehen könnt, BMW iX40er ist heute am Start. Wir fahren damit immer eine Runde. Ich werde aber sozusagen, Verbrauch ist, ja, er wiegt ja schon 2,45 Tonnen. Schon nicht wenig, aber ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt zu dem Wagen. Ich muss sagen, also live, wenn ihr den so seht, ist schon echt eine Hausnummer. Sieht viel besser aus als auf den Fotos. Und ja, ich würde sagen, genug gequatscht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oben da, würde mich freuen. Jetzt gehen wir rum und dann fahren wir nochmal Autobahn, fahren wir nochmal, wie laut die Geräusche sind, komfortmäßig, Sitze, Innenraum und so. Schauen wir uns alles mal an. Ja, und wie weit man eigentlich damit kommt. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oben da und jetzt sag ich mal, los geht's. So sieht er aus. Also, es ist schon echt ein ganz schöner Brummer, als ich jetzt gerade davor stand. Daneben stand jetzt auch noch ein X5, ein ganz normaler. Und ja, das ist wieder was ganz, ganz anderes. Aber ich muss sagen, live sieht er wieder ganz anders aus als auf den Fotos. Ich finde, er sieht dann richtig gut aus, also wenn ihr das so seht. Wir gehen nochmal rum. Liebe Grüße auch nochmal an Proka Automobile aus Hagen, Iserlohn. Liebe Grüße an Sebastian, an Erik und ja, die ganz andere Truppe, Dirk. Die haben wir denen zur Verfügung gestellt und so sieht es von der Seite nochmal aus. Das Design, hintenrum, die Lichter. Also sieht schon sehr fett und imposant aus auf der Straße. Also die Leute drehen sich alle um und das sieht man jetzt auch nicht so auf, finde ich, den EX. Obwohl er jetzt seit fast einem Jahr auf dem Markt ist. Und ja, so sieht er aus. Den Kofferraum machen wir mal auf und schauen wir nochmal rein. Also der hat jetzt hier 326 PS, 630 Newtonmeter. Kofferraumvolumen soll bei 500 Liter liegen. Und ihr könnt natürlich auch noch die ganzen Sitze umklappen und so, das ist alles kein Problem. Eine richtige Elektroplattform, seht ihr es auch, da habt ihr richtig viel Platz. Und was ganz, ganz cool ist, ihr habt oben, habt ihr noch so ein Panoramadach und das kann man verdunkeln per Knopfdruck. Ja, das war auch so ein Highlight, als man damals die Präsentation gesehen hatte. Und jetzt setzen wir uns einfach mal rein. So, nochmal sehen, ist so eine schöne Beleuchtung hier. Seht ihr es hier, das ist jetzt alles so schön blau. Dann habt ihr noch USB-C-Anschlüsse hier. Hier unten habt ihr die Klimabedienung dann noch. Und das Raumgefühl ist echt riesig, wenn ihr jetzt hier drin sitzt. Also das ist schon genial, wenn man jetzt hier so sitzt. Also da merkt man schon, dass das wirklich eine Elektroplattform ist. Und ich zeige euch mal quasi, zeige euch mal Kopffreiheit. Das ist echt, schaut mal, guck mal, wie hoch ich hier sitze. Also da passt ja 2 Köpfe noch von mir drüber. Also das ist echt krass hier, wenn er so sitzt. Ja, also es ist schon. Und die Beinfreiheit, zeige ich euch auch nochmal. Seht ihr das, die Beinfreiheit, wenn man jetzt von der Seite schaut? Ich bin jetzt 1,84 groß und ja, also es ist locker, kann man hier sitzen. Das ist schon krass, wenn man das so sieht. Und was ganz cool ist, hier habt ihr es ja gesehen, das ist ja diese türkise Beleuchtung. Als gerade ein Auto kam, hat das rot geblinkt, so als quasi Warnung. Das ist auch ganz schön. Haben wir Cardon-Soundsystem und die Griffe sind auch ganz schön hier. Du drückst einmal drauf hier so. Ja, und jetzt kommen wir ins Cockpit hier. Das ist echt. Hier, schaut euch mal die Sitze an. Wie euch die gefallen hier? Also ich finde die sehr bequem, komfortabel. Ist natürlich jetzt nicht so ein Riesenseitenhalt, aber dafür ist der Wagen jetzt auch nicht ausgelegt. Das Lenkrad ist auch erst, sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber fasst sich ganz gut an. Hier seht ihr auch nochmal unten die Automatik noch, was ihr habt für Licht und alles. Da unten habt ihr den Knopf für den Kofferraum. Hier oben. Und dann könnt ihr hier noch die Sitze einstellen und so, abspeichern, Memory, scannt hier alles auf. Seht ihr das jetzt hier? Jetzt blinkt das rot, weil da ein Auto kam. Ist echt ganz cool gemacht. Dann gehen wir erstmal rein hier. Also hier seht ihr das auch nochmal, der 1906 Kilometer ist gelaufen. Unten links seht ihr dann auch immer die Akkuanzeige, wie viel Prozent Akku da geladen ist. Dann Uhrzeit, weiter rechts Außentemperatur und ganz rechts Restreichweitanzeige im Halter. Ganz interessant ist, ihr seht sogar in der Mitte, wie weit man maximal kommen kann und Minimum, schätze ich mal, wie man jetzt vom Verbrauch fährt. Dass man so ungefähr schätzen kann, 80, wenn man jetzt wirklich zügig unterwegs ist oder sparsamer, 165 Kilometer maximal. Das ist ganz schön. Da sieht auch nochmal, Sebastian hat sein Profil hier eingestellt. Das kann man dann auch nochmal, kann man einstellen, wie viel er laden soll eben halt. Oh, und das kann man noch machen. Abfahrtsplan, Begrenzung, Ladeziel, wie gesagt, Ladekabel riegeln, Lüfterlautstärke. Wenn er lädt, wie hoch, also wie laut der Lüfter sein sollte.
Dann gehen wir nochmal zurück. Das ist das Klimamenü. Das ist auch, wenn du das erste Mal siehst, boah, das ist schon ein bisschen erschlagen. Das Gute ist eben halt, wenn du jetzt nicht da reingehst, du hast hier immer noch diese Shortcuts. Hier, das sind die einzigen, die du hast. Aber wenn du die Lüftung einstellen willst, das kannst du hier in der Mitte machen. Und hier ist die Sitzbelüftung, Sitzheizung, Lenkradheizung, Sitzheizung, Sitzbelüftung und die normale, sag ich mal, Klimatisierung. Dann dynamisch, man kann auch sagen, ausgewogen. Ja, da kann man synchronisieren, damit beide gleichzeitig eingestellt werden, wenn ihr hier was einstellt. Aber das Rest kennt hier alles, Umluftautomatik und so. Man kann hier noch so ein bisschen nach rechts und links wischen, aber da ist jetzt nicht viel. Dann gehen wir mal aufs Häuschen. Da könnt ihr es nochmal sehen, das ist jetzt hier die Kachelansicht, da könnt ihr natürlich auch so wischen. Die Kacheln kann man auch selber zusammenstellen. So, wenn ich jetzt schaue, Iserlohn, das Wetter, Routenvorschau, Verkehrslage, hier kann man so ein Widget hinzufügen. Da sind noch zwei Stück, aber jetzt nicht mehr so viel. Hier könnt ihr es auch mal sehen, Verbrauch. 31,2 Kilowattstunden in den letzten 10 Kilometer, die ich jetzt gefahren bin. Ja, ich bin es eigentlich ganz normal gefahren. Aber wir können noch mal schauen. Ab Werk 25,8, was schon sehr gut ist für, müsst ihr überlegen, fast 2,5 Tonnen. Und, aber ich habe gelesen, er ist sehr, sehr sparsam. CW-Wert von 0,25. Und viele, glaube ich, fahren in Summe 20, 22, was sehr gut ist, weil ich fahre meinen Tesla Model 3 Performance mit 20. Und das wiegt ja, ja, fast 500 Kilo weniger. Das ist schon ein Unterschied. Aber schon krass. Das könnt ihr noch mal sehen. Wir können ja noch mal schauen, was geht ab Lahn individual, ab Fahrtbeginn. Also, das war, wo ich jetzt gefahren bin. Abladen machen wir mal. Ich fahre jetzt gleich noch Autobahn. Dann gucken wir mal, wie der Verbrauch sich einpendelt. Hier, was ich noch nicht so schön finde, sind die ganzen Fahrzeug-Apps. Ja, ihr kennt das ja hier. Mobile Geräte. Und ich finde, die Farbgebung ist sehr, sehr gleich. Das habe ich beim BMW i4 M50 auch gesagt. Das hat mich ein bisschen gestört. Den normalen i4 40er habe ich auch schon mal getestet. Das verlinke ich hier oben nochmal. Könnt ihr gerne nochmal anschauen. Und demnächst kommt nochmal, ups, jetzt bin ich drauf gekommen. Demnächst kommt jetzt auch nochmal ein Video mit dem BMW i4 M50. Den vergleichen wir mit dem Tesla Model 3 Performance. Da machen wir drei Videos raus. Sehr, sehr schön. Ich durfte den i4 M50, den schon selten zu sehen ist, in der Performance-Version mit 544 PS, den durfte ich anderthalb Tage fahren. Und ja, liebe Grüße nochmal an Till. Ja, das Video kommt dann auch bald nochmal. So ein kleiner Spoiler. Ja, dann gehen wir nochmal rein. Telefon, Assistent. Jetzt zeige ich euch nochmal die Kartenansicht. Dann könnt ihr hier einstellen, ja, wie die Karte angezeigt werden, reduziert, erweitert mit verschiedenen, seht ihr das ein bisschen größer. Hier sind auch Symbol mit Ladestecker. Da kann man draufklicken. Dann könnte man da jetzt laden, wenn ich da draufklicke. So sieht das hier. Liste anzeigen. Können wir auch nochmal gucken, was da drin steht. Da sind die nochmal, wie weit wir weg sind. Mal draufklicken. 822 kW. Also man braucht bis 100% dort 4,5 Stunden. Seht ihr das auch mal? Natürlich will, ja, mit wie viel Prozent wir ankommen. Wir brauchen 6 Minuten und 2,7 Kilometer. Ja. So ist das. Das ist schon mal nicht schlecht. Wenn ich jetzt einfach mal sage, hier kann man nochmal adaptiv. Das finde ich ganz gut. Dann zoomt er so ein bisschen ran. Da können wir das so hoch runter. Das kennt ihr ja. Die ganzen Sachen, das kennt ihr alles. So, und jetzt habe ich ja hier noch eingestellt, reduziert. Zack. Kann ich den hier so auch reinmischen? Ja, genau. Also wenn man einmal draufklickt, da könnte man auch hinfahren. Verkehrsinfos, da gucken wir auch nochmal drauf. Straße unpassierbar, nächste, kann man auch so wegzoomen. Ah, da könnte man hier oben noch sehen. So, was können wir noch schauen? Achso, ich wollte ja nochmal machen, die Routenplanung. Sprachbedienung ist auch sehr gut. Ihr könnt das nochmal sehen, das ist jetzt Telefon. Das ist hier ganz cool. Das zeige ich euch mal, wenn ich jetzt hier draufklicke. Dann habt ihr hier, seht ihr das hier unten rechts? Ich mache mal ein bisschen näher ran für euch. So, dann kommt dieses Menü. Da könnte man zum Beispiel jetzt hier nach oben die Anzeige ändern, hier in der Mitte. Wenn man Navigation macht und so, da könnt ihr die Karte reinblenden lassen. Die Gehbeschleunigung. Ja, und das Radio, das könnt ihr noch reinmachen. Also ich mache das, das wäre so, wie es war. Das war das, wenn man nach rechts geht. Dann hat man zum Beispiel dieses Layout. So, dann könnte man das Layout jetzt nochmal ändern. Zack. Dann habt ihr so ein Layout. Eigentlich macht das mehr Sinn, wenn ich jetzt hier, ich drücke mal den Startknopf. Also hier, seht ihr das? Hier habt ihr noch einen Startknopf. Das Lenkrad fällt runter. So wie ich es eingestellt hatte. So, und wenn ich jetzt hier, so ist das hier mit dem, also einen nach unten,
habt ihr dann den D-Modus, dann könnt ihr dann losfahren. Und wenn ihr nochmal runterdrückt, habt ihr, seht ihr hier den B-Modus, also rekuperieren oder rollen lassen. Das ist ganz cool, das kann man während der Fahrt einstellen. Beim Tesla hat sich ja ein bisschen geärgert, da konnte man es nicht einstellen während der Fahrt, muss man erst in P-Modus gehen. Aber das ist dann hier. Und jetzt zeige ich euch nochmal, was ich euch zeigen wollte hier. Dieses Layout. Man sieht das hier von der Power und da macht das ein bisschen mehr Sinn, wenn man es ein bisschen einstellen möchte. Ja. So, und dann könnte man das Head-Up-Display auch nochmal einstellen. Das ist auch sehr schön. Ich zoome mal eben dran. Wenn ich jetzt das Head-Up-Display einstelle, dann könnte man sagen, einmal die, genau, die kann man ja so die Sendeanzeige, der Radioempfang kann man so ein bisschen ändern. Jetzt zeige ich euch aber nochmal. Das ist die Standardansicht, Richtungansicht, Assistent-View, sportliche Ansicht, reduzierte Ansicht. Und wenn ich jetzt sage, ich wollte euch ja die Navigation mal zeigen, bringe mich nach Dortmund zu JP Performance. Ich habe mehrere Ergebnisse zu JP Performance gefunden. Ja. Welches soll ich nehmen? Nummer 2. So seht ihr es eben halt, das rechnet das aus, da seht ihr auch den Stau. JP Performance Dortmund Klöne Straße 89 ist unser nächstes Ziel. So läuft das dann. Und dann wollte ich euch das natürlich zeigen, hier geht dann die Kamera, Navi. Und jetzt wollte ich euch das natürlich zeigen mit dem Head-Up-Display. Jetzt könnte man das so... Und was ich ganz cool finde, was dieses Modell hat, was der BMW i4 nicht hat, das ist dieses Augmented Reality. Das heißt, ihr seht hier so eine Live-Vorschau. Ich zeige euch mal gucken, ob ich hier die Kamera einschalten kann. Seht ihr das hier? Und das ist jetzt natürlich vom Parken nach hinten, nach vorn. Und wenn ich fahre, dann seht ihr quasi hier so eingeblendet die Pfeile, wo man abbiegen muss. Und sogar die Adresse steht dann hier oben eingeblendet. So, das blende ich jetzt gleich mal ein. Sehen Augmented Reality. Das hat der iX, der i4 hat das leider nicht gehabt, aber es sieht sehr, sehr cool aus. Warum fährt er denn nicht? Also. Dann schaltet wir die normale Navigationsanzeige um. So sieht es jetzt hier im normalen Display aus. 300 Metern rechts abbiegen und quasi sofort links abbiegen. Welchem Akkuzustand hier ankommt. Und das ist jetzt hier oben im Head-Up-Display, könnt ihr es auch nochmal sehen. Was auch ganz cool ist, der hat auch hier so einen Rückfahrassistent, also er merkt sich die letzten 50 Meter, wie du gefahren bist, wo ich glaube 70 Meter. Und dann bräuchte man nur einen Knopf drücken und der fährt selbstständig den gleichen Weg wieder zurück. Also sehr, sehr praktisch, wenn ihr jetzt Tiefgarage seid. Ihr müsst irgendwie ausparken und so und dann macht das alles alleine. Das ist schon sehr hilfreich, vor allen Dingen, weil der riesengroß ist von seinen Abmessungen. Also das ist schon... Aber was ich sagen muss, das ist ja ein Riesenschiff, wenn ihr hier drin sitzt und du fährst hier so eine Straße. Bitte links abbiegen und sofort rechts abbiegen. Wo so viele Autos stehen. Alter, das ist schon krass, wenn ihr es von außen gleich seht. Das ist ein Riesenschiff hier. Ich glaube fast 13 Meter Wendekreis. Aber man braucht keine Angst haben, dass man irgendwo aufsetzt. Nicht wenig hier, was man so sehen kann. Man kann jetzt auch hier die Kamera so selber einstellen, wie man haben möchte. Links, rechts, man kann das auch hier normalerweise, ich guck mal hier. Da kann man dann auch sehen, von vorn, das ist so. Und wenn ich jetzt automatisch mache, dann macht er das natürlich so, wie man fährt. Parkansicht hatte ich ja. Assistenzansicht. Achso, das ist der Weg zurück. Das ist die Panoramaansicht, riesengroß. Vorn, PDC-Ton, Aktivierungspunkt, Punkte verwalten. Okay, was haben wir hier noch? Anhängerkupplung, achso, das ist auch mal ein sehr, sehr gutes System. Man kann hier eine Anhängerkupplung mitbestellen. Ich glaube, Zuglassen 2,5 Tonnen, also sehr, sehr gut. Das ist auch sehr selten bei einem Elektrowagen, der so viel ziehen kann. Kamerareinigung, kann man das selber machen? Ah, kann man selber machen. Okay, wollen wir jetzt nicht machen. Waschstraßenansicht, das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Ach so, wisst ihr genau, wenn ihr da mal reinfahren müsst? In den Felgen, 3D-Ansicht, das haben wir jetzt dann so, okay. Ja, dann könnte man eigentlich, ach so, jetzt könnte ich hier so switchen, genau. Ich könnte jetzt sagen,
Ja, und das finde ich mega cool. Schade, dass Tesla es nicht auf die Breite kriegt, weil Tesla hat so viele Kameras verbaut und die sind eigentlich, wir sind eigentlich Software-Spezies und ja, ist ein bisschen schade. So, und ansonsten hier Telefon, das kennt ihr ganz normal, dann hört ihr eine Musik, das könnt ihr auch nochmal, und der Touchscreen ist auch wirklich sehr, sehr flüssig. Und gucken wir auch nochmal, und das ist das normale Menü, wo man, sag ich mal, das Display einstellen kann. Man kann ein Head-Up-Display, man kann die Farben einstellen, Instrumentenkombination, Speed-Limit-Anzeige, zweite Geschwindigkeit, da kannst du eigentlich, du kannst auch hier einstellen, Parkentüren, Fenster, Fahreinstellung, Außenbeleuchtung, das ist auch sehr interessant, Licht, Fahrlichtautomatik, Fernlichtassistent, ja, das kennt ihr alles. So, das können wir auch nochmal. Ja, wie gerade diese Übersicht ist, finde ich jetzt ein bisschen ja, unübersichtlich. Mit den kleinen Kacheln während des Fahrens. So, klar ist die Sprachbedienung sehr gut, aber ich finde so auf den Blick, wenn man es erstmal so reinkaut, wo ist was? Na, das ist jetzt auch nicht nach Alphabet geordnet hier und man muss da durchsuchen. Ja, ich glaube, da gibt es noch Potenzial zu verbessern. Dann machen wir Laden nochmal. Da hatte ich euch das ja am Anfang schon gezeigt. Dann wollte ich auch noch zeigen, Android Auto habt ihr hier, CarPlay habt ihr hier, persönliche Assistenz. Navigation, My Modes, das wollte ich auch nochmal zeigen. Ihr habt hier quasi verschiedene. Ihr könnt auch hier switchen, wenn ihr jetzt hier schaut. Das ist der My Mode Schalter. Da könnt ihr das auch drauf drücken, dann kommt ihr auch in dieses Menü. Und ja, hier habt ihr verschiedene Einstellungen. Also hier ist so ein ausgeglichener Modus, Personal aktiv ist er gerade. Und ich schaue mal so, wenn ich jetzt hier auf Sport drücke. So, jetzt drücke ich mal auf Sport. Da verändert sich die Anzeige eben halt. Und ja, der gibt ein bisschen mehr Gas, also was heißt Gas, er ist ein bisschen Ansprechverhalten, ändert sich da ein bisschen leicht. Und wenn ich jetzt nochmal drauf drücke auf den Knopf, dann kannst du den Effizientmodus einstellen nochmal, wenn du wirklich Reichweite, wenn du jetzt verbrauchsoptimierte Abstimmung für effizientes Fahren, schätzt mal die Klimaregelung ein bisschen runter. Und wenn ihr jetzt nochmal drauf klickt, das ist ganz cool, witzig, irgendwie, weiß nicht, expressiv, beeindruckende Visualisierung und lebhafte Lichtinszenierung. Ja, das ist sehr, ja. Komisch die Ansicht, da muss man sich glaube ich dran gewöhnen. Müssen wir eigentlich mal schauen, ob sich draußen was ändert. Und dann bin ich noch so relax und entspannt. Das war ein angenehmer Ambiente. Ja, was ganz witzig ist hier unten, das ist mir auch gerade aufgefallen. Seht ihr es hier? Da kommt immer so ein Strich. Dachte ich mir auch so mal, wenn man so guckt von der Seite. Ist schon sehr, sehr witzig. Aber cool, dass es die Einstellmöglichkeiten gibt, weil jeder mag es ja ein bisschen anders. Ja, und ansonsten, was ihr hier noch habt, den Startknopf habt ihr hier, wie gesagt, rückwärts fahren, neutral, D und B für rekuperieren, parken, Auto hold, habt ihr hier, was habt ihr jetzt noch? Achso, das sind die Fahreinstellungen, da habt ihr jetzt hier, da kann man diesen Iconic Sound von Hans Zimmer kann man ausmachen, anschwellen hier, das ist das hier, Iconic Sound, dann, das ist das Parken, hatte ich ja gerade hier gesehen, hier parken. Das sind diese Shortcuts, dass sie da auf dem Home-Bildschirm kommen, telefonieren, Navi, Karte und so alles. Ja, ihr habt hier so einen Lautstärkeregler noch, kann man hier so runter machen, das ist auch ganz... und ihr seht auch sofort, wenn ich das jetzt mache, dann sagt er dir sofort hier, du kannst das auch so machen. Ja, und so machen. Seht ihr das? Also der hat hier oben so Sensoren verbaut und der sieht das dann, wenn ihr hier so die Handbewegung macht, die Gestensteuerung, das nennt sich das. Aber ich finde es hier mit dem iDrive, finde ich echt super, dass das alles noch so gibt. Weil hier seht ihr es, habt ihr kaum noch Knöpfe, eigentlich gar nichts mehr. Warnblinklicht anlegen. Ja, das ist aber so von den Materialien her sehr hochwertig, sehr schön, aber das kann man ja auch erwarten. Da geht ja ab 77.000 Euro los vom Preis, wenn ihr den voll ausstattet. Also was ist das voll? Der hat jetzt hier knapp 30.000 Euro an Ausstattung noch. Und so sieht es auch nochmal hinten raus. Ist jetzt ja nicht ganz so übersichtlich, aber dafür habt ihr die ganzen Assistenzsysteme. Also das ist schon sehr, sehr gut. Ja. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier mit dem Innenraum mal ein bisschen schlauer machen. Ihr könnt auch nochmal sagen, was euch gefällt am besten. Und ich würde sagen, genug gequatscht, wir fahren jetzt erstmal Autobahn. Dann sage ich euch mal, wie der Komfort ist. Ja, was mir so gut gefällt, was mir nicht gut gefällt. Und dann würde ich sagen, kommen wir gleich zum Fazit. Ja, das ist auch ganz cool, die Einsteighilfe. So, dann können wir mal fahren. Was natürlich, wenn man jetzt vom Tesla kommt, ungewohnt ist, dass man hier Startknopf drücken muss. Und ja, aber da gewöhnt man sich ja schnell dran. Die Reisedauer beträgt 34 Minuten. Ach so, nein. Zielführung beenden. Geht klar, ich habe die Zielführung beendet. Vielen Dank.
Also, was als allererstes auffällt, wenn ihr hier mit unterwegs seid, der ist super leise. Also, wir fahren jetzt hier 40. Ich fahre gleich nochmal 180, weil mit 180 habe ich mir so einen Schallpegel ungefähr gemerkt im Tesla gerade. Und ja, das ist schon sehr, sehr cool. Das ist was für längere Strecken. Was ist das für längere Strecken? Wer spricht sich ja ein bisschen mit E-Autos, aber mehr auf Komfort ausgedacht und ja, dass du ein bisschen nicht gerade rasen musst, aber der fährt sich schon sehr gut. Vielleicht kann ich hier nochmal. Ja, die ganzen Assistenzsysteme sind auch natürlich sehr, sehr gut. Seht ihr das? Das ist ganz cool. Seht ihr das? Jetzt kann man nicht mehr rausschauen. Das war so ein Highlight damals. Auch sehr, sehr cool. Jetzt fahren wir mal ein Stück Autobahn. Vom Abrollkomfort ist auch ganz gut. Auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit Tesla. Das war beim i4 auch schon ein bisschen besser. Und ich glaube, wenn man hier den Nummer größer nimmt, den 50er, das ist ja jetzt der 40er, der 50er gibt es sogar mit Luftfahrwerk. Und das ist natürlich wieder eine ganz andere Hausnummer hier. Wird es vibrierter im Lenkrad, wenn ich über die durchgezogene Linie ein bisschen komme. Oh, hier ist aber viel los. Gehe ich mit euch gleich nochmal quasi die Ausstattung durch. Preis, Ausstattung. Habe ich hier auch noch so ein Exposé von BMW. Kann man auch nochmal drüber schauen. Falls irgendwas dabei ist, wo ihr eine Frage zu habt, dann schreibt das einfach mal drunter in die Kommentare. Dann beantworte ich das natürlich. Ich bin ja auch mit den BMW-Leuten immer so im Austausch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Sag ich mal, weiß nicht, das gibt es ja erst seit einem Jahr, das Modell hier. Aber wenn irgendwas sein sollte oder so, ihr seid irgendwie neugierig, dann sagt man Bescheid. So, jetzt machen wir mal My Mode, machen wir mal auf Sport. Da bin ich ja mal gespannt hier. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier meine Handyhalterung. Ja, bei Handy wackelt zwar hin und her, wenn man ein bisschen drauf drückt, aber so, machen wir mal hier. Aber hinten ist ja mein Koffer noch drin, muss ich aufpassen. 2,5 Tonnen. Ja, wenn ich es voll drauf drücke, ist das kein riesen Beschleunigungswunder. Aber 326 PS, 630 Newtonmeter. Ist schon nicht wenig, aber wenn man dann das Gewicht dazu wieder sieht in der Relation, dann ist das schon ein bisschen wenig für richtig schnelle Beschleunigung. Aber das will er auch gar nicht hier. Also es ist entspannt zum Cruisen und du hast riesen viel Platz, kannst viele Leute mitnehmen, kannst längere Strecken fahren. Ladegeschwindigkeit habe ich gelesen, das war maximal 150 kW, ist jetzt nicht so schnell. Akku und nutzbare Kapazität waren jetzt 72 Kilowattstunden. Und ja, wenn ihr so guckt, Reichweite hat man so geschrieben 370 bis 400, 420 Kilometer, das variiert dann immer so ein bisschen. Und ich glaube, das wenigstens irgendwie 300 Kilometer im Winter und im Sommer maximal 450 bis 500. Ich blende das aber nochmal ein, damit ihr da ein bisschen schlauer seid, dann könnt ihr schon mal so überlegen, ob das was für euch wäre. Aber so fährt es sehr gut. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt wirklich hier mal ein bisschen schneller fahre. Und das Coole ist hier, durch den Sportmodus sind dann die Türtafeln. Oben die LED-Streifen sind auch alle rot jetzt hier. Unten ist blau die Beleuchtung. So, jetzt fahren wir 140. Reicht vollkommen aus, die Leistung. Sonst haben wir Kardon. Ja, typisch BMW halt, sehr, sehr gut. Abgeregelt ist der bei 200 km/h. Deswegen habe ich gesagt, ja, 100 bis 200 Zeiten messe ich ja sonst immer in meinen ganzen Videos. Aber ja, das brauchen wir jetzt nicht. Das ist jetzt auch wirklich nicht der Punkt, wo der hier hin will. Aber fährt sich sehr gut. Wie gesagt, das Gewicht lässt sich nicht wegdiskutieren. Rundumsicht ist auch sehr gut, sag ich mal. Man sieht jetzt hier, wenn ich so schaue, ich sehe alles, was hinter mir abgeht. Rechts, links, Außenspiegel auch. Und dann hast du noch die ganzen Kameras und so. Also das ist sehr gut. Bloß ohne die Kameras mit so einem Riesenschiff wärst du im Alter, glaube ich, schon aufgeschmissen. Das ist schon nicht ohne.
Aber wie gesagt, es gibt ja viele Liebhaber da draußen, die SUVs so lieben. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn die ein bisschen größer sind. Vor allen Dingen ist der Markt ja auch nicht wirklich bei uns, sondern ja, ist ja meistens China. Da wird ja in China gebaut auch. Und ja, dort ist mehr China, USA und so. Und das ist der richtige Absatzmarkt, nicht bei uns hier in Deutschland. Und zum Thema Preis gucke ich da auch mit euch nochmal. Wie gesagt, ich zeige euch die Ausstattungsliste nochmal von BMW. Der kostet knapp ausgestattet, 77 geht er los mit Vollausstattung, also mit Sonderausstattung hier knapp 100.000. Und dann muss man ja auch immer noch so sehen, wenn ich jetzt vom Tesla komme, Tesla kriegst ja keinen Nachlass, beim Händler kriegst du immer noch einen Nachlass. Und dann meinte Sebastian, der Verkäufer, der liegt so ungefähr bei 85.000, 90.000. Das ist natürlich auch noch raus. 270, 180. Ja, ist ein Tick leiser als beim Tesla das schon. Aber nicht so viel, wo man denkt, ja, ich glaube, das war bei der ersten Tesla Model 3 ja, ohne diese Doppelverglasung und die Dämmung und so, das war ja, die ersten Modelle waren ja ganz laut. Deswegen ist das vielleicht nicht mehr so großer Unterschied zu meinem. Aber wir fahren jetzt hier, mal gucken, ob wir 200 schaffen maximal. Aber ich glaube, dafür wird es zu voll sein. Aber was ich sehr schön finde, das hat der Vorteil vom SUV eben halt, du sitzt so schön hoch, du hast so einen guten Überblick über alle Autos, die sind gefühlt einen Meter tiefer. Und ja, das ist schon sehr angenehm, vor allem im Stadtverkehr, wenn du alles so siehst, die Übersicht hast. Das macht schon Spaß. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, vor allen Dingen, du hast ja so riesen viel Platz, überleg mal hier. Ich habe so eine Kopffreiheit und alles hier. Und die Beinfreiheit ist mega. Und was ich super gut finde, dass das auch wirklich vom E-Auto so genutzt wird, der wie die Karosserie immer. Du hast so einen Platz da vorne. Ihr habt das ja gesehen, ich blätter das nochmal ein. Hier die Mittelkonsole, die schwebt so ein bisschen. Ja, und das macht schon was her. Das sieht schon sehr gut aus. Auch mit dem Display und so sehr scharf aufgelöst. Du hast 1000 Einstellmöglichkeiten. Ja, Verarbeitung sehr gut. Armaturenbrett ist beledert. Sehr, sehr schön alles. Sitze sind auch sehr gut. Ja, wie gesagt, Seitenhalt brauchst du jetzt nicht wirklich in diesem Fahrzeugmodell. Beleuchtung, ja. Also könnte ich mich schon anfreuen. Also ich fahre jetzt mal, ich gucke jetzt gerade mal Verbrauch. Ich bin natürlich ein bisschen zügiger gefahren, 200 und so. Aber ich will jetzt mal schauen. Jetzt mal 35,9 abladen. Und wenn ich jetzt mal 35,6 und ich würde jetzt mal, ja, der hat jetzt 25 Kilometer erst bin ich ja gefahren. Und der Verbrauch geht jetzt nach unten. Ich mache den jetzt nochmal individuell und dann setze ich den jetzt zurück. Und jetzt fahre ich quasi mal so entspannt, so 130, 140. Und dann gucke ich mal, wo sich der Verbrauch einpendelt. So, ich fahre jetzt 130, mache mal Tempomat an. Zack, 130. Machen wir 140. 140, wir wollen ja nicht kriechen. Wir machen mal 140. So, wenn ich jetzt 140 fahre, mal sehen, ob er Vordermann erkennt. Ja, Vordermann erkennt er, wird langsamer. Jetzt fahren wir anstatt 140, 125. Passt sich die Geschwindigkeit an vom Vordermann. Dann könnt ihr das sehen. 140 habe ich angegeben, 115 fahren wir. Jetzt haben wir 24,4, 24,3. Achso, ich bin ja auch noch im Sportmodus. Ich gehe jetzt mal, mein Mode mache ich mal auf Standard. Auf jeden Fall, Geschwindigkeitsanzeige erkennt er auch alles. Jetzt ist er noch 120. Hat er auch übernommen, von 140 ist er runtergegangen auf 120. Der Vordermann fährt jetzt aber nur 100, deswegen fahre ich jetzt auch nur 100. Das unten, das sind 150 Meter. 100 Meter, dann geht es von 120 auf 100 und dann passt da auch die Geschwindigkeit automatisch automatisch an. Das ist sehr gut. Was gut ist, also er blinkt jetzt hier, seht ihr es, rechts, links, dass man jetzt wieder die Hände ans Lenkrad machen muss. Und wenn ich jetzt nochmal warte ein bisschen, also wenn ich jetzt einmal berühre, dann sieht er das, also merkt er das.
diese sensitive Steuerung. Und also sehr angenehm, vor allen Dingen nicht wie beim Tesla. Beim Tesla musst du ja immer rechts, links immer ein bisschen bewegen am Lenkrad und das ist ein bisschen schade. Das fällt hier komplett weg, du brauchst nur das Lenkrad berühren. Ja, das ist eigentlich auch mehr so das modernere, die modernere Variante davon. Jetzt haben wir 100 die ganze Zeit und ihr glaubt es nicht, Verbrauch hat sich jetzt eingependelt auf 12 Kilowattstunden. Es geht ein Leichtblech hoch. Rekuperieren habe ich drin. Ich blätter das natürlich auch nochmal ein, so wie der Durchschnittsverbrauch von den Leuten da draußen ist, die denn wirklich schon länger gefahren sind, damit wir so eine aussagekräftige Aussage haben. Ja, und er lenkt die ganze Zeit die Spur so mit, wenn ich jetzt hier nichts mache. Der hält die Spur, der hält die Geschwindigkeit, der hält den Abstand, das macht er ganz gut. Er blinkt dann jetzt orange, gleich blinkt er rot, dass ich die Hände ans Lenkrad nehmen soll. Zack, und dann ist das alles wieder easy. Kommt von links gleich ein Auto. Mal sehen, wenn ich jetzt blinke, dann kann ich auch rüberfahren, ohne dass er vibriert. Ah. Dafür musst du einfach nur ein bisschen länger blinken und nicht sofort rüberziehen, sonst meckert er nämlich. So, jetzt hat sich der Verbrauch eingependelt, 16 Kilowattstunden, 15,9. Ich bin jetzt 5 Minuten unterwegs damit, jetzt blende ich mal wieder rüber. Also schon echt sehr, sehr angenehm, wenn ich so fahren würde. Ich müsste echt so weite Strecken fahren. Schon ganz schön. Und seht ihr das auch, der lenkt wirklich mit. Das ist echt gut. Der lenkt jetzt mal gucken. Jetzt muss ich mal bremsen, weil ich nämlich hier raus will. Aber ich, wie gesagt, ich habe das ja jetzt bis jetzt nur bei meinem Tesla immer ausprobiert mit dem Autopilot, was mal gut, mal weniger gut funktioniert. Aber da finde ich, bin ich echt erstaunt und freue mich, dass BMW da auch schon so weit ist. Und vielleicht habt ihr das letztens gesehen bei Automobil, bei Vox. Haben sie quasi den Mercedes EQS, war das glaube ich, ja, EQS, mit Autopilot Level 3 haben sie mal getestet gegen Level 2 vom Tesla. Und was mich beim Tesla am meisten ärgert, wenn wir jetzt hier kurz einen Vergleich machen, das ist einfach die Schildererkennung. Also das ist so katastrophal, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Und wenn du mal irgendwo fremd bist und du guckst mal wirklich drauf und verlässt dich da drauf, ja, dann bist du verlassen. Das ist echt schade. Das ist das Einzige, was ihr vorne öffnen könnt. Also kein Schrank oder so. Das ist leider schade. Es ist wie gesagt so viele Kameras, so viel Software und dann kriegen sie so eine Kleinigkeit nicht hin. Ja. Ja, vielleicht kommt ja nochmal ein Update. Und mit dem Rekuperieren ist eigentlich auch ganz gut. Also geht jetzt nicht voll in die Eisen, sondern macht es schon gleichmäßig. Das gefällt mir auch ganz gut. Also ich habe jetzt 30% Akku und der sagt mir, ich komme noch 94 Kilometer. Also 29%, wenn du jetzt 30, wenn du das mal hochrechnest, kommst du 350 Kilometer so. Dürfte man schon locker schaffen. Wir haben jetzt 12,5 Grad draußen. Dann könnt ihr euch das ja mal so ausrechnen. Machen wir Tempomat an. Ich mache jetzt mal auf 100. Ach, jetzt ist... Ah, was kann ich denn eingeben? Ich habe jetzt 130 eingegeben, aber 100 darf ich nur fahren. Und trotzdem geht er nach oben. Das ist ja auch ganz gut. Achso, hat er 100 mehr gemerkt. Im Head-Up-Display seht ihr dann auch quasi wie beim Tesla, wo die Autos sind. Und ich zeige euch das mal hier. Wenn jetzt an welche vorbeifahren, der hält jetzt auch den Abstand. Der lenkt dann jetzt auch ganz normal. Aber die rechte Fahrspann siehst du jetzt nicht. Und das finde ich echt so entspannt, wenn ihr ein Head-Up-Display habt. Und ihr habt alles vor euch in der Scheibe projiziert. Und das ärgert mich so ein bisschen beim Tesla. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Der Verbrauch hat sich jetzt eingependelt auf 19,2. Und bin mal gespannt, wenn wir jetzt gleich zurückfahren. Also glaube ich schon, dass man so locker 20 fahren kann hier auf der Autobahn, wenn man ja jetzt 130 fährt. Ist jetzt natürlich sehr, sehr voll hier. Bisschen ärgerlich. Der Vordermann fährt weg. Er beschleunigt auf 130 wieder hoch. Und das Gute ist, per Knopfdruck könnt ihr selber sagen, er soll dann 100 die erlaubte Richtgeschwindigkeit übernehmen. Das finde ich auch immer ganz gut. Beim Tesla drückt ja zweimal drauf. Und das kennt ihr auch. Ich hoffe mal, ihr könnt mich noch sehen. Ich bin schon ziemlich dunkel hier. Das ist der Nachteil jetzt im Winter. Das wäre echt gut, dass er so selber lenkt alles. Abstand hält, Schildererkennung ist gut. Ja. Und ich muss das Lenkrad nicht
bewegen. Krass, wenn man so neben einem Bulli herfährt, hier so ein Transporter und man sitzt genauso hoch wie die. Ist man gar nicht gewohnt. Da sind wir jetzt erstmal fertig mit der Probefahrt. Also ich muss sagen, der Wagen hat echt viel mehr Spaß gemacht als gedacht, weil man sieht das ja immer so auf den ganzen Fotos und ja, hinter mir steht er da. Könnt ihr mal sehen, ich zeige euch den gleich nochmal. Aber Verbrauch geht wirklich mit 20 Kilowattstunden. Hatte ich jetzt bei 130 bin ich jetzt gefahren, also kann man locker mit 20 Kilowattstunden fahren. Ja, Reichweite 350 bis 450, kommt auch immer an, so wie man fährt und wo man fährt und natürlich die Außentemperatur im Winter und im Sommer. Komfort war sehr gut, die Sitze sind sehr bequem, Geräuschniveau ist sehr gering und ja, also ich kann den Wagen nur jedem empfehlen. Ist natürlich schon speziell, vor allem wenn man vorne schaut mit der großen Niere, aber irgendwie hat man sich bei BMW schon an gewöhnt, finde ich, so die Niere. Das ist jetzt ja, eigentlich nicht mehr so schlimm. Die großen Dank geht nochmal an BMW ProCar aus Hagen, an die Salon, liebe Grüße an Basti nochmal, an Erik und Sebastian und Dirk. Ja, also sehr, sehr cool, dass ich hier die Videos mal machen darf für euch. Ja, und wenn ihr noch Fragen zum Wagen habt, schreibt das nochmal drunter. Ich zeige euch den Wagen jetzt so nochmal. Dann könnt ihr auch nochmal schauen. So sieht der Wagen aus. Also wenn ich jetzt nochmal die Lichter anmache. Hier so einen schönen Schlüssel hier. Zack. Da seht ihr auch nochmal. Also schon ein sehr, sehr großer Wagen, wenn ihr seht, i3 und iX. Wenn man dann so runterschaut. Das ist schon ein Unterschied. Ja, also Innenraum ist auch super, die ganzen Assistenzsysteme sind sehr gut. Und ja, vor allen Dingen dieses Fahren, dass man das Lenkrad nur berühren muss, nicht drehen muss wie beim Tesla, das fand ich sehr gut. Ja, und die Qualitätsarmut ist natürlich Preis-Leistung, Tesla natürlich vorne. Aber wenn man ein bisschen mehr Geld ausgibt, will irgendwas Besonderes haben, was nicht jeder hat. Und der Innenraum sieht jetzt hier auch nochmal. Also sehr, sehr schön, geräumig, riesengroß. Ihr habt hier, wie gesagt, die Displays sind sehr gut. Seht ihr auch nochmal die Animation. Ja, sehr schön. Seht ihr auch nochmal, wie es aussieht. Oh, mit dem Schiebedach. Also nicht Schiebedach, mit dem Panoramadach, was ihr abdunkeln könnt. Hinten natürlich auch nochmal die Lichter und so. Ja, das ist alles natürlich ein bisschen mehr. Das belederte Armaturenbrett. Fühlt sich auch sehr gut an. Ja, hier seht ihr es auch nochmal. Sehr, sehr schön. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, würde mich super, super freuen. Und wie gesagt, demnächst kommt nochmal das Video i4 M50 gegen Tesla Model 3 Performance. Das kommt auch nochmal. Machen wir 3 Teile raus. Und ja, ansonsten bleibt gespannt. Also bleibt auf dem Kanal, abonniert den Kanal, verpasst ihr keine Videos mehr. Und sagen wir bis die Tage rein. Ciao.